welche Lehrstelle passt am besten zu mir? Diese Frage stellen sich jedes Jahr tausende Jugendliche im Landkreis. Die Entscheidung fällt oft schwer. Schließlich gibt es unzählige Ausbildungsberufe in der Region. Der Tag der Ausbildung bietet eine gute und verlässliche Möglichkeit, um in die unterschiedlichen lokalen Berufsstände einzutauchen. Es ist sicherlich eine der wenigen Möglichkeiten, tatsächlich in einem sehr breiten Spektrum sich Informationen einzuholen für die jungen Leute, ihre Eltern. Mal zu schauen, was die einzelnen Branchen an Ausbildungsmöglichkeiten bereithalten. Auf der anderen Seite ist es natürlich für die Unternehmen die Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen. Einer, der die für ihn richtige Entscheidung bereits getroffen hat, ist Leon Richter. Der 18-Jährige absolviert derzeit eine Ausbildung zum Anlagemechaniker im Bereich Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Aus seiner Sicht ist der Tag der Ausbildung ein wichtiges Werkzeug, um bestens gerüstet in das Berufsleben zu starten. Weil es ziemlich einfach ist, sich über die Jobs zu informieren. Es sind alle Jobs da, die es so gibt. Und ja, man kann viele Fragen stellen und sich das live anschauen, was die Jobs so machen. Seinen späteren Ausbildungspartner, die Firma Karl aus Pirna, kannte der gebürtige Struppener zwar schon vom Hausbau seiner Eltern. Den finalen Schritt in Richtung Traumjob unternahm Leon aber ausgerechnet beim Tag der Ausbildung. Es war schon besonders und ja, es war dann noch besonderer, als ich den Vertrag endlich abgegeben habe. Und nochmal so zurückzuschauen auf die Handwerkermeile, war schon schön. Wie wichtig der persönliche Kontakt zwischen Jugendlichen und Unternehmen im Rahmen des Tages der Ausbildung ist, haben die letzten anderthalb Jahre noch einmal deutlich aufgezeigt. Weil Corona-bedingt Berufsorientierung wenig stattfinden konnte in den Schulen. Auch die Praktika fanden teilweise gar nicht statt oder wurden verschoben, sodass das wirklich für die Azubis oder potenziellen Azubis eine sehr gute Möglichkeit ist, sich auch bandbreit zu informieren, also viele Angebote, viele Gewerke kennenzulernen und auch im Landkreis zu sehen, was es alles im Landkreis gibt, welche Angebote wir vor Ort haben. Um diesen Einblick zu gewähren, werden sich am 11. September 130 regionale Unternehmen im beruflichen Schulzentrum Friedrich Siemens in Pirna präsentieren. Als wir im Jahre 2001 das erste Mal den Tag der Ausbildung durchgeführt haben, konnten wir natürlich noch nicht ahnen, wie erfolgreich dieses Modell sein würde. Mittlerweile geht der Tag der Ausbildung in seine 20. Auflage. Anlässlich des Jubiläums wartet ein reichhaltiges Mitmachangebot auf die Besucher. Man kann kleine Maschinen bedienen, man kann sich ausprobieren, man kann natürlich auch eine ganze Menge sehen. So Überraschungsgäste werden da sein, also ich sage nur Dynamo Dresden, ich sage Monarch, ich sage Francesco Friedrich, wo eben die jungen Leute auch ins Gespräch kommen können, um mal zu gucken, wie haben es denn andere vor ihnen gemacht und wo liegen deren Schwerpunkte. Alle Teilnehmenden müssen sich im Vorfeld online anmelden. Auf der Seite des Landratsamtes finden sich hierzu alle Informationen zur Anreise sowie zu den geltenden Schutz- und Hygienevorschriften.